Als Kind habe ich diese riesigen Blasenmaschinen geliebt. Der richtige Mix aus Reinigungsmitteln und Küchenutensilien hat den ganzen Platz immer mit gut bedeckt. Nun lässt mich wie meine Schwester nur noch einen Münzautomaten benutzen. Haben wir denn jetzt alles? Ach du Scheiße. Als Kind habe ich diese riesigen Blasenmaschinen geliebt, aber der richtige Mix aus Reinigungsmitteln und Küchenutensilien, ach so, hat man schon. Nun lässt mich meine Schwester nur noch einen Münzautomaten benutzen. Schön. Super. Oh, was bringt uns das jetzt, dass wir den ganzen Müll hier haben? Waschmittel, Wäschekorb, Kleiderbügel. Die Wüste ein Ziel für alle ihre schlecht durchdachten spirituellen Reisen. So langsam macht mich das Spiel fertig. Da ist eine Nachricht, auf der steht, ich schulde euch eine Bibel. Ja, okay. Genau. Brauchen wir jetzt schon wieder Wäsche? Ein Wäschekorb. Katzen sitzen da auch gern drin. Bin gerade echt überfragt. Ich wenn der Kontrast halt nicht so extrem groß wäre, ich meine, der Fall davor. Nur Pillepalle, der war Kindergarten. Und der Fall davor war halt, hat sich auch ein bisschen gezogen, aber der ist jetzt extrem. Zumal der an Abgefahrenheit dann doch nochmal um einiges krasser ist. Und nicht gerade positiv abgefahren. Ich weiß nicht, was ich hier mit Wäsche und Waschmittel und Kleiderhaken und Müll brauche.
besseren Fernsehempfang zu bekommen. Wir auch, aber es hat nicht so gut funktioniert. Nein, keinen Fernseher zu haben, hat auch dazu beigetragen. Das sollte das Fernsehsignal durcheinander bringen. Ah, okay. So, gucken die jetzt noch fern? Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. So werde ich schnell Hunger bekommen. Ach so, okay. Ich sorge besser dafür, dass die Küche vorher schließt. Ach, das Diner müssen wir jetzt irgendwie sabotieren. Okay. Die ist zu schnell, um sie zu fangen. Ich muss einen Weg finden, sie reinzulocken. Muss sie reinlocken. Der Lüfter in die Küche. Also müssen wir in der Küche für irgendwelche Gerüche sorgen, denke ich mal. Scheint kaputt zu sein. Ich hoffe, hier kommen keine Kritter rein. Wir müssten sonst früh schließen und auf den Kammerjäger warten. Ein Glas Ahornsirup. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Pfannkuchen. Das könnte gut als improvisierter Kleber funktionieren. Keine Chance, ich weiß, was du für einer bist, Freundchen. Vielleicht. Konfitüre. Wusstest du das? Na ja. Nimm dir doch mal was davon mit. Wie kriegen wir hier den Geruch raus? Er ist voll mit Weihnachtskeksen. Die Lüftung ist kaputt. Müssen wir einfach nur sehen, dass wir die Lüftung irgendwie repariert kriegen. Aber wie? War angeschaltet. Hinter dem Diner, da ist das Auto mit der Ratte. Und dort war ja das eine Loch in der Lüftung und dort müssen wir irgendwie die Ratte durchlocken. Warte mal, wenn ich die Käsebällchen hier von drinnen vielleicht reinlege, so verbringt man keine Ferien. Nee, auch nicht. Ja, das will sie aber, glaube ich, nicht. Mal probieren. Vielleicht geht's ja jetzt. Wenn ich der Ratte einfach die Käsebällchen gebe, dann habe ich keine Leckereien mehr, aber auch keine Ratte. Das sollte eine komödiantisch krude Falle ergeben. Oh, okay. Hier, Kleine, ich habe ein paar leckere Käsebällchen für dich. Na dann her damit. Duli, die sind für die Ratte. Kann ich sie haben, wenn ich mich als Ratte verkleide? Gegenstand erhalten, Ratte. Ja, nice. Kann ich die jetzt hier in den Lüftungsschacht reinsetzen? Okay, schicken wir den kleinen Kerl rein und schließen wir den Laden. Warte, können wir nicht was Polizeimäßiges tun, um ihn stillzulegen? Zu spät. Was ist das? Ein Rattenfreund? Ja, ho, 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 kleiner Freund. Oh, warte, du solltest nicht hier sein. Hey, zu.
Was sollten wir noch mal machen, wenn eine Ratte in der Küche ist? Eine Ratte? Verdammt, Süßer. Hab's dir doch schon gesagt. Jedes Mal, wenn du eine Ratte siehst, schließen wir den Laden für den Rest des Tages. Oh, okay. Ich schätze, wir stempeln heute also früh aus. Verdammt. Cool. Da. Ich sollte die Elfen wirklich mal die Lüftung reparieren lassen. Ich meine, ich sollte sie reparieren. Also selbst. Ich hoffe, diese Schließung kostet sie nicht zu viel. Ach, wie süß, dass du dir Sorgen machst, aber ich bin eine Millionärin. Ich mache das hier nur zum Spaß. Oh, natürlich. So, jetzt gehen wir mal hinten durchs Fenster. Netter Abend, um zu warten, falls man später nochmal für ein Rätsel gebraucht wird. Meinst du nicht auch? Ich meine natürlich Günther Jauch. Ach, vergiss es, ich bin einfach zu müde. Ich werde auch langsam müde von dem Spiel. Die Kanäle scheinen nicht zu funktionieren. Alles, was ich sehen kann, ist Essen. Köstliches Essen. Jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich rufe den Zimmerservice an. Hallo? Ich hätte gern eine Portion Essen, bitte. Die Küche ist geschlossen. Nicht wegen der Ratten oder irgendwas, einfach geschlossen. Was geht Sie das an? Wie sonderbar konkret. Egal, ich habe Hunger. Ja, dagegen kann ich nichts machen. Oh, ich habe eine Idee. Lampengeist? Ja? Eine Portion Essen, bitte. Wie du wünschst. Schau nur das ganze Essen. Mehr Bratwürste, als man essen kann. Ein Wunsch weniger. Aber wenn ich mehr Wünsche verbrennen will, muss ich ihn wohl aus dem Zimmer locken. Mit Ameisen. Kann ich die hier rüber? Bin nicht sicher, was das bringt. Also der hatte doch erst was von Ameisen erzählt. Nicht den. Warte mal, ich muss mal hier. Okay, kriegen wir keine neuen Infos. Wie krieg ich die blöden Ameisen hier weg? Was für eine wunderschöne Nacht. Man sieht den Mond in der Stadt nie wirklich. Du, nee, wir sehen ihn ständig, meistens nachts. Echt, ich schaue nie wirklich hoch in der Stadt wegen der Sehschwäche. Dinge nicht wahrzunehmen, wenn ich sie ansehe. Was? Dieses Spiel. Schau mal, Detective, er winkt. Ja, er winkt. Das Deiner ist jetzt zu, oder? Nee. Glaubst du, es würde ihm was ausmachen, wenn wir das aufessen? Bett. Perfekt, um Mahlzeiten zu transportieren. Streben auf den Kopf zu hauen, bla bla, kann er nicht nehmen. 5 Ketchup, die beiden Geschlechter, nimmt er auch nicht. Servietten, bräuchte einfach von denen. Nimmt er auch nicht. In der Küche vielleicht irgendwas? Hi Freund! Ich werde sicherstellen, dass dir die Stadt eine Empfehlung für deine Arbeit hier gibt. Quietsch! Natürlich kannst du deine Familie zur Zeremonie mitbringen. Wir sind gespannt, sie zu treffen. Küchenmaschine, ein glänzender Mixer für Soßen und Shakes. Wir sollten ihn nach Hinweisen durchsuchen. Und wieso machst du es dann nicht? Könnte die einfach mitnehmen, wenn keiner hinschaut. Ah, okay, jetzt haben wir Hefe gekriegt. Hefe und Waschmittel. Gab es da nicht irgend so ein komisches Experiment damit? Ein Glas Ahornsirup. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Pfannkuchen. Könnt ihr ihn einfach mitnehmen, wenn keiner hinschaut? Na, siehste. Und die Konfitüre. Wusstest du, dass Leute außerhalb von meiner. Ja, die Jelly und Jam und bla und tralala und super toll Amerikaner. Morika. Ich denke, er hat diese Bürger angelassen. Ja, naja. Kann man ja mal machen, ne? Dann war's das mit dem Grill.